Moin Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind immer noch unterwegs auf Lost Place Tour und werden uns heute mal ein altes, verlassenes Wohnhaus anschauen. Ich habe überhaupt gar keine Informationen darüber. Es ist wirklich komplett ab von allem anderen. Kein Dorf in der Nähe. Es gibt eine Stromleitung, die wirklich nur zu dem Haus führt oder Telefonleitung. Und ansonsten ist hier wirklich absolut nichts weit und breit. Bin sehr gespannt und das Ganze schauen wir uns jetzt erstmal gemeinsam an. Hier unten geht der kleine Bach noch irgendwie weiter und ein paar Schritte weiter stehen wir jetzt auch tatsächlich vor dem besagten Haus, Leute. Sieht ziemlich zugewuchert aus. Hier ist noch so eine kleine Garage und da ist dann das Haus. Hier ist das Gartentor und hier steht tatsächlich sogar noch ein Name am Briefkasten. Der ist aber auch komplett offen und hängt hier auf 7:30. Teerentferner. Da liegt schon die Hälfte des Hausinhalts draußen irgendwie so gefühlt. Da hängt eine alte Satellitenschüssel, ein Vogelhaus und hier steht halt auch schon irgendwie so eine Seiteneingangstür offen. Also, es sieht schon echt irgendwie so ein bisschen skurril aus. Da hängen halt sogar echt noch die Vorhänge. Ich hab irgendwas gehört. Hä? Irgendwas gehört gerade. Ernsthaft? Ja, wie so ein Weghuschen. Weghuschen? Hm. Fellmixstone, Fellmixstone. Es geht schon wieder los. 25 Fellmixstone. 1, 2, ich such dich, finde dich, such dich, Fellmixstone. Da steht so ein Eimer mit Fellmixstone, was auch immer das sein soll. Da steht noch echt eine Menge, ne? Ja. Felix? Ja? Ich bin hier gerade reingegangen und hier ist halt tatsächlich, hier liegt eine Tür, ne? Entweder die liegt hier einfach nur, weil sie hier hingelegt wurde. Nee, dreht mal. Fühlt sich halt komplett hohl an. Das ist hohl. Aber was macht das denn für einen Sinn? Guck mal kurz, weil die Tür ist ja sogar noch da drüber. Du musst also die erst zumachen. Komm mal rein. Wir machen mal diese Tür zu. Schließen die auch mal richtig ab. Alter, hör auf. Sperrst du uns gerade in diesem Haus? Drin. Jetzt sind wir drin. Jetzt sind wir erstmal drin hier. Jetzt sind wir drin. Oh, das sind diese Momente, die ich letztes Mal meinte, wo wir im Krankenhaus waren, wo man Angst vor dir leicht kriegt. Angst, ne? Ich hatte ganz kurz Angst. Wirklich? Ja. Du bist auch so blass geworden dabei. Ja, ja. Siehst du? Oh. Alter, es hat Sachen im Keller drunter. Junge! Da kommt ein Mock raus. Da liegen Essensreste oder sowas. Ja. Mayo. Da ist ein ganzer Müllsack voll. Da ist ein ganzer Müllsack runtergekippt worden. Boah, ganz unschön. Leute, wer mich kennt, weiß ja, dass ich Spinnen, also dass Spinnen meine Lieblingstiere sind. Das Ding ist, dass hier auch wirklich haufenweise Essensreste liegen. Hier noch zugefallen. Alter, da ist so eine dicke Spinne. Alter, du hast mich ultra erschreckt. Tut mir leid, aber das ist so ekelhaft, Mann. Kannst du nicht? Nee. Junge, du hast mich so erschreckt. Da sitzt so ein Vieh. So ein Oschi sitzt da. Hier oben direkt? Ja, links. Oh, die ist aber richtig groß. Ja, oder? Die ist aber richtig groß. Also so ein Gerät habe ich selten gesehen. Also Leute, mal ganz kurz zum Thema Spinnen, ne? Seht ihr da oben den schwarzen Fleck? Ich gehe da mal nicht näher ran, aber ich würde mal schätzen, wenn die ihre Fühler ausbreitet, dann ist die beinahe so groß wie meine Handfläche. Also da, hier ist für mich Sense. Wirklich. Leute, während Paul sich da drin mit den Spinnen vergnügt, schauen wir hier oben mal weiter. Hier an der Seite ist noch ein Raum. Was auch immer das gewesen sein mag. Ich fühle mich auch, als würden wir hier im Keller unterwegs sein, aber da unten ist ja der Keller. Das heißt, wir sind ja eigentlich in der, so im Erdgeschoss, in der Etage, wo auch der Hauseingang ist. Es ist alles so düster hier, weil die Fenster auch alle zugehangen sind. Und jetzt guckt man dahin und da kommt das Tageslicht rein und das ist richtig schön hell und so. Ja, da ist die Frieden und wieder. Und man dreht sich nur um und das ist so eklig hier drin, das Gefühl, oder? Ja, es ist unbehaglich, definitiv. Ja. Weil doch alles so einfach gemacht ist. Ja, es sieht so selbstgebaut aus. Komm, aber das ist halt einfach alles, weil so. Das Haus ist so alt. Das ist echt alt. Alter, ist das düster. Hier ist auf jeden Fall die Haupteingangstür. Richtig mit so einem Verriegelungsschloss. Okay, und da ist noch eine Tür hinter. Alter, hier ist alles voll mit Spinnenweben. Ey, die Tür hat's. Die muss so lange keiner mehr bewegt haben.
und überall hängen da auch Spinnen drin. Das ist irgendwie so mäßig, so Harry Potter mäßig mit den Spinnen, weißt du? Das stimmt. Guck mal hier die Kleine. Oh. Schau mal da die Kleine. Ja, da ist eine Spinne. Da ist eine Spinne. Blub. Warte. Schau mal, die ist tot. Da ist eine Spinne. Da oben ist eine Spinne. Da ist eine Spinne. Da ist überall. Da ist eine Spinne. Ja. Und das sind alles Riesendinger. Und wenn du die Treppe hochkommst, hier sind auch überall Spinnenweben und vielleicht... Ja, hier sind viele Spinnen. Richtig viele Spinnen. Das ist das Haus der Spinnen. Das Haus der Spinnensammlerin. Ja, der Boden ist hier schon zur Hälfte eingekracht, Leute. Da werde ich halt echt nicht mehr reingehen. Aber das ist so eine kleine Werkstatt. Da hängt eine Garderobe, da stehen auch irgendwie Lack, Werkzeuge. Na, ihr seht's ja. Da hängt auch ein Kalender, den kann ich aber leider nicht lesen von hier. Aber hier hat irgendwie bis zur letzten Sekunde noch irgendjemand rumgewerkelt. Schrauben, Pinsel, alles noch hier. Selbst die Säge hängt da oben noch dran. Und das würde dann wieder zu der Geschichte passen, dass diese Frau... Alter, ich habe hier gerade einfach mal random diesen Kalender, der hier liegt, umgedreht. Hier ist ein Brief hinten drauf. Frühling. Ein bisschen... kann ich nicht ganz lesen. Unten letztes Haus. Da schaut die Erika heraus. Die Fenster sind nicht groß, sind eher klein. Was, ihr Konterfei? Ihr Kontertei? Keine Ahnung. Passt wunderbar hinein. Wanderer. Schau ruhig etwas genauer hin. Du siehst nicht nur ihr schönes Kinn. Doch geh von dannen. Ich sag es dir. Im Garten sitzt der Ralf beim Bier. Wanderer. Da gibt es nichts zu pennen. Da hilft nur eins. Renn, renn, renn. Lol. Alter! Ist das unheimlich. Von 1999. Da steht wirklich Renn, Renn, Renn. Ja, da steht Renn, Renn, Renn. Und Erika steht da ja wirklich. Ja. Das ist ja ein Beweis eigentlich dafür. Das Ding ist einfach auf der Rückseite von dem Kalender geklebt. Wie so ein Geheimnotiz. Was ist das denn? Das ist wirklich krass. Das habe ich noch nie erlebt. Das hört sich ja eher fast schon an wie aus so einem Märchen. Ja. Also mit diesem, du siehst nicht nur ihr schmales Kinn. Doch geh nicht... Doch ja, geh doch. Von dannen, ich rate es dir. Das ist ja so ein, wie so ein Gedicht. Ja, das macht gar keinen Sinn in irgendeiner das Form. Das ist auch total gruselig. Das heißt, ja, es ist wirklich gruselig. So fangen oft 3 Fragezeichen-Folgen an. Dass wir dann so ein Gedicht aufbröseln müssen. Was heißt das nun? Wo soll uns das hinführen? Das Erste, was mich hier anlacht. Die Kammer. Hier ist so eine kleine Vorratskammer, die sogar so beschriftet ist. Hier stehen eine Menge alte Schuhe in so einem Plastiksack. Achtung, Achtung, bei Gefahr umdrehen. Was? Oh, hier sind schon wieder diese Aufkleber. Was? Bei Gefahr, du Esel. Ich krieg grad übel Gänsehaut. Alter! Ey, dabei ist es hier oben wieder so hell und freundlich. Alter, ich hab, ohne sieht man das? Ich hab an meinem Hals Gänsehaut. Ich am Arm, komplett. Was? Hier liegt einfach ein Zettel und hier steht, bei Gefahr, du Esel. Und hier, Achtung, Achtung, bei Gefahr umdrehen. Hä, wer will uns denn hier verarschen? Als ob hier irgendwie jemand mal so Zettel hingelegt hätte und wüsste, er stirbt bald und macht noch so ein paar Spiele fertig, so ein paar kleine. Und darunter dieses... Das sind Mackies. Stimmt. Mackies, wer kennt die Mackies noch? Aber auch so gruselig, so auf ja, Märchen ja, angelehnt. Ja. Und Märchen sind sowieso alle gruselig. Ja, und das ist die Mackies hier, die mit diesen Igelköpfen. Ja. Also, wirklich groß ist das Ganze hier scheinbar nicht. Hier hängt noch eine Jacke. Guck mal, warum ist denn das hier als Wohnzimmer bezeichnet? Hier stehen überall über den Türrahmen Bezeichnungen, was für ein Zimmer das ist. Guck mal, hier steht Wohnzimmer, da steht Kammer und hier steht Schlafzimmer. Ich sag's dir, Felix. Und hier steht so eine Eule einfach auf der Tür. Das ist ja wie so ein gestelltes Szenario hier. Als wenn jemand so mäßig jemand Angst machen will, der hier reinläuft. Das ist wirklich so, kein Scheiß. Kann das sein, dass die dement war am Ende? Und ach so, meinst du, dass deswegen vielleicht das Schlafzimmer und so drüber steht? Dass die noch das kann weiß, sein. Wo sie hin muss. Ja, es kann wirklich sein. Das ist das Wohnzimmer. Alles ein bisschen auf den Tisch gestellt hier. Ganz viele Gläser. So eine alte Couchgarnitur. Vergilbte Pflanzen. Puh, unheimliche Atmosphäre hier, wirklich. Noch ein alter Kachelofen. Christine, liebe Christine, ich möchte dir wieder mal schreiben, weil du nichts von dir hören lässt. Und dann wurde der Text einfach abgebrochen. So, und hier? Jetzt in die Küche, wo Paul schon steht. Es riecht hier so komisch nach Bonbon oder so.
Ja, das sind ganz komische Düfte, die hier wirklich umherschwirren. So eine richtig alte, einfache Küche, ne? Mhm. Zahnstäbchen, so eine uralte Brotschneidemaschine. Ja, nicht viel Schnickschnack. Ein Hängeschrank, einmal hier so ein Feld, das war's. Dann hast du hier nochmal Besteck. Da ist noch alles da. Tassen, Teller, Kümmel, Gewürze. Und auf der anderen Seite auch. Das ist noch komplett eingerichtet, Leute. Hier auf der anderen Seite so eine ganz kleine Sitzecke. Hier steht auch nochmal so ein russischer oder polnischer Wodka. Nee, deutsches Erzeugnis. Fail. Aber hier sind diese Zwiebeltürme drauf. Aber tatsächlich überall Kalender von 2011. Immer nur 2011. Es muss 2011 hier verlassen worden sein. Also was ich irgendwie erschreckend finde, hier selbst dieses Handtuch. Das hängt hier einfach, als hätte es jemand nach dem Abspülen hier zum Trocknen hingehangen. So manche Dinge sind hier so aufgestellt, quasi so hingestellt und zack, dann wurde es verlassen. Was natürlich irgendwie schon darauf hindeutet, dass hier vielleicht plötzlich jemand verstorben ist und das Ganze auf einmal nicht mehr genutzt wurde. Hier ist sogar irgendwie noch so eine kleine Tinktur oder sowas. Und da steht tatsächlich noch DDR drauf. Zu Umschlägen bei Verstauchungen und Prellungen und Zerrungen. Sogar noch was drin zum Verdünnen. Aus der DDR. Hier stehen einfach DDR-Medikamente im Schrank. Tja, Leute, am Ende kann man nur spekulieren, aber Paul und ich haben gerade so ein bisschen geschnackt, was könnte hier wohl passiert sein oder was vermuten wir. Und ja, die Vermutung liegt natürlich wirklich nah, dass hier echt noch irgendwie die letzten Jahre so eine alte Frau gewohnt hat, die vielleicht irgendwann verstorben ist, man weiß es ja nicht genau. Und irgendwie, wenn man dann mal so dran denkt, sitzt so die meiste Zeit des Tages alleine im Haus, in der Wohnung, wenn man jetzt mal ruhig ist. Man hört einfach nichts. Ab und zu mal in der Ferne so ein Auto vorbei. Von dem Bach hört man auch nicht viel. So wie jetzt, dass einmal ein Auto vorbei heizt. Puh, aber irgendwie echt trist. Und auch irgendwie echt traurig, wenn man drüber nachdenkt, ne? Geht's noch weiter hoch. Eieiei. Und hier ist irgendwie alles zugestellt. Hier ist ein riesiger Schrank einfach hingekippt. Jetzt weiß man natürlich auch nicht, wie das mit dem Boden aussieht. Ich traue dem Ganzen nicht so ganz. Benutzter Teil des Bodens. Alter! Hier hängt noch Wäsche oder was ist das? Oder sind das Bettlaken? Richtig mit so. Ey, als hätte die da jemand hingehangen. Ich meine, gut, das ist eingestaubt und alles ein bisschen runtergekommen. Aber mit den Planen da richtig noch drauf und so. Richtig eingepackt. Boah. Da liegt auch noch so eine Wäscheständer runter. Das ist einfach so eine Bierzeltgarnitur hier, ne? Kannst du mir das mal erklären mit diesem Schrank hier? Das verstehe ich nicht. Vor allem, wo stand der? Ja, der ist so dermaßen schwer und groß. Wo soll der denn gestanden haben? Passt der überhaupt hin von der Höhe? Ich würde sagen, nein. Hä? Aber wer hat denn den hier hoch geschafft? Von da unten? Ich weiß es nicht. So. Und hier auf der anderen Seite. Das sieht aus wie ein Arbeitszimmer. Ah, hier ist nochmal ein riesiges Bett. Und ein alter Schrank. Und das war's dann auch, Leute. So Leute, in dem Sinne würde ich sagen, war's das mit dem Video. Schaut doch gerne bei Paul vorbei, Kanallink in der Videobeschreibung. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein.